Wer reist, sucht nach Orten, die wirklich noch entdeckt werden können. Unberührt vom Massentourismus. Nach kleinen, versteckten Juwelen. Und genau so ein Land steht auf unserer Bucketlist. Auch ich hatte sofort den Krieg in den 90er Jahren im Kopf, als ich mit dem Gedanken an eine Reise nach Bosnien und Herzegowina spielte. Viele Orte sind längst wieder aufgebaut. Es sieht paradiesisch aus. Es ist das Land der Wasserfälle, in dem es wilde Pferde gibt. In dem wir unvergessliche Erinnerungen sammeln. Wir sind Nina und Felix und das hier ist die Top-Sehenswürdigkeit von Bosnien und Herzegowina in der Stadt Mostar. Von Mostar reisen wir nach Livno, erkunden die Hauptstadt Sarajevo, ganz in den Westen geht es in den Una-Nationalpark, an die Küste und an die Grenze Montenegros, in den Sutjeska-Nationalpark. Unsere Reise geht weiter, durch verlassene Landstriche. Wir wollen nach Livno, zu einer ganz besonderen Safari. Hier auf dem Hochplateau bei Livno soll es Wildpferde geben. Es hat den ganzen Tag geregnet und so können wir unsere Tour erst am späten Nachmittag starten. Ein Wettlauf gegen die Dämmerung, den wir mit Marin aufnehmen. Wie finden wir denn jetzt die Pferde? Ich habe 10 Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Das in ein paar Sekunden zu erklären, ist schwierig. Aber wir werden unser Bestes geben. Heute spielt das Wetter ein bisschen verrückt. Aber wir werden unser Bestes geben, um die Pferde zu finden und ein paar schöne Erinnerungen zu sammeln. Du versprichst mir also, dass wir sie finden? Ich verspreche es. Okay, perfekt. Also los. Diese Landschaft ist für Marin aber nicht nur wegen der Pferde besonders. Obwohl wir eigentlich Zeitdruck haben, einen Ort, einen ganz persönlichen, will er uns noch zeigen. Warum ist das hier dein Lieblingsort im ganzen Land? Also, erstens ist es ein wirklich schöner Ort, wie man sieht. An diesen Ort sind für mich schöne Erinnerungen geknüpft. Ich bin aus dieser Stadt, Livno. Und meine Frau ist aus dieser Stadt. Das ist der Glamoč-Teil. Und das ist der Livno-Teil. Wir sind also an einer Art Grenze zwischen unseren Städten. Also habe ich hier ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat ja gesagt. Und wir sind immer noch glücklich. Hier haben wir also eine Gruppe. Ich sehe nur Steine und Felsen. Wie kannst du Pferde sehen? Sie haben Augen. Sie haben Beine. Das ist ein großer Unterschied zu den Steinen. Okay. Damit wir die noch vor die Linse bekommen, ist jetzt Tempo angesagt. Lässt sich Marin nicht zweimal sagen. Lena, wie lange hältst du das noch aus? Ich halte das so lange aus, bis wir Pferde gesehen haben. Ich habe auch Reisekaugummis zur Not dabei. Von den Pferden keine Spur. Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass wir sie noch vor Sonnenuntergang finden. Das liegt auch daran, dass es so viel geregnet hat. Sie haben viele Trinkstellen, also sind sie getrennt unterwegs. Sie sind so wunderschön. Können wir aussteigen? Pferde in so einer Kulisse. Weshalb kommen sie? Oh, ich bin direkt in meinen Pferdeäpfel getreten. Die Pferde und Marin wirken wie alte Bekannte. Er kommt schon seit Jahren her, um sie zu fotografieren. Die Wildpferde sind übrigens ursprünglich gar nicht wild.
Sie wurden in den 70er Jahren einfach freigelassen. Die Menschen setzten auf schweres Gerät. Der Kauf von Traktoren in dieser Region hat auch etwas mit den Deutschen zu tun. Sehr, sehr gern geschehen. Das ist eine Tatsache. Denn viele unserer Landsleute haben in Deutschland gearbeitet und dort Geld verdient. Und als sie zurückkamen, haben sie Traktoren gekauft und sich gedacht, was machen wir jetzt mit den Pferden? Die lassen wir frei. So, Deutschland, danke für die Pferde. Etwa 50 Tiere wurden damals einfach freigelassen. Inzwischen sind es zwischen 800 und 1000 Pferde, die hier wild leben. Ich habe dieses Schnaufen so nah an mir gehört. So. Ich darüber nachdenke. Marin hat Film in Zagreb studiert. Dann zog es ihn zurück in seine Heimat. Warum magst du Pferde so gerne? Du hast ja Film studiert. Du hättest ein großer Hollywood-Regisseur werden können. Ich weiß nicht. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin einfach überwältigt. Sie sind so wunderschön. Und ich merke, dass ich total ruhig werde. Ich fühle mich immer so. Das ist der Grund, warum ich das hier so liebe. Mit der Kamera kannst du alles machen, von Spider-Man bis Batman. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber dieses Gefühl mit den Tieren auf einem offenen Gelände wie diesem, an der frischen Luft, das ist etwas, was ich wirklich genieße. Das bin ich. Ich bin nicht alles. Ich bin das hier. Heute zeigt er Gästen aus aller Welt die Wildpferde von Livno. Eine Erfahrung, die wir so schnell nicht vergessen werden. Es war besser als Bibi und Tina und die Wendy.